wir sind unterwegs. Die Frau, der Hund und ich. Ein Rucksack voller Isomatten. Und zwar von der Firma Klümmit. Die machen ganz cooles Zeug. Ich habe, wie ihr vielleicht hoffentlich sofort am mega guten Bild seht, ich habe eine neue Kamera am Start. Eine Lumix. Bin ich mal sehr gespannt auf das Footage. Genau, und wir machen uns auf den Weg. Bis gleich. Hat du mich auch gerempelt oder was? Guck mal, Gott, du nicht da aufbauen. Oh, die Kamera läuft noch. Hoppla. Ja, die Firma Klümmit hat mir ein paar Isomatten zur Verfügung gestellt. Vielen Dank da nochmal an den Kollegen von Klümmit. Zum einen zeige ich euch hier die Insulated Static. Die wird den meisten bekannt sein, allerdings nicht in dem Realtree-Tarn. Das ist natürlich sehr schick. Das ist die isolierte Variante. Einmal haben wir noch was Besonderes. Das ist die Static Short. Das ist die Kurzform. Das ist eine recht besondere Matte. Warum ich mir die ausgesucht habe, erzähle ich euch dann. Und totales Highlight für die Hundemenschen. Klümmit macht ein Hundebett. Das ist natürlich ziemlich geil. Jeder, der mit einem Hund unterwegs ist, weiß, dass das nicht so einfach ist, für einen Hund irgendwie eine passende Unterlage mitzunehmen, die tragbar ist. Hier das Moondog-Bett wiegt auch irgendwas. 510 Gramm laut Klümmit. Super gut, zeigen wir euch alles. Ja, die erste Matte, die ich euch zeige, ist hier die Static Short. Das ist eine Kurzmatte und zwar eine ziemlich besondere. Normalerweise Kurzmatten sind 1,20 Meter und in der klassischen Breite 50 cm. Dann auch noch konisch geschnitten, das macht es wirklich extrem klein. Die Static hat die Besonderheit, dadurch, dass das eben amerikanische Maße sind, haben die nicht diese klassischen Zentimetermaße. Die haben einfach 50 Inches mal 23 Inches, das heißt, die ist 1,27 Meter, knapp 1,30 Meter lang. Was bei so Menschen wie mir mit 1,70 Meter für eine komplette Torsoisolierung reicht als Kurzisomatte. Und vor allem hat sie eine Breite von 58,4. Mit der Besonderheit, dass Klümmit ja eine sehr spezielle Kammerordnung hat, Anordnung, was die Form für eine Hängematte natürlich optimiert. Das Ding, ihr seht schon, das Packmaß ist der Hammer. Die wiegt 380 Gramm. Klar, das schaffen andere Matten auch in Volllänge von anderen Anbietern, aber mit dem Unterschied, dass das Außenmaterial deutlich empfindlicher ist. Klümmit verbaut ein recht robustes Außenmaterial. Dementsprechend habt ihr hier eine stabile Matte, die ihr auch als wunderbar als Sitzgelegenheit für zwei Personen hernehmen könnt. Und das machen wir jetzt als erstes. Dafür lassen wir das Ding auf. Ja, das ist also die Kurzmatte. Ihr seht, ich passe hier mit dem Oberkörper drauf, bin auf jeden Fall hier bis zum Knie sogar drauf. Das heißt, für irgendwelche Sommercamping-Sachen habe ich hier auf jeden Fall ausreichende Isolierung. Was man natürlich auch machen kann, wenn man sich jetzt aus der Jacke beispielsweise... ein Kopfkissen baut, kann man das natürlich nochmal verlängern. Könnte ich zum Beispiel einen leeren Rucksack noch unter das Fußteil legen und bin hier komplett isoliert. Ja, bevor jetzt der Hund hier noch unglücklich rumeiert, kommen wir hier zum Highlight. Das ist nämlich dieses Hundebett. Total geil. Da macht es sich eh schon bequem. Das ist nämlich in der gleichen Machart wie die Isomatten. Hat dieselben Ventile hier in dem Fall. Auch mit einem Rückschlag. So, und ihr seht schon, in der Machart der Isomatte, dass hier ein richtig geiles Hundebett mit einem Rand hinten, der höher ist, kann man hier noch mal ein bisschen regulieren, damit es für den Hund bequemer ist und das Ding auch die Hundekrallen länger überlebt. Hier dieser Fließüberzug dabei. This Moondog Bed belongs to, nämlich der Einwurstel.
und so ist der Outdoor-Hund draußen gut verpackt. Auch mit kurzem Fell kein Problem. Schaut entspannt. Das kennst du. So, das Hundebett ist nicht riesig. Das ist natürlich schon auf Packmaß und Gewicht optimiert. Hat bei uns aber einfach noch den Hintergrund. Der Hund ist ein Kurzfell und hat dementsprechend für Camping bei kühlen Temperaturen seinen eigenen Schlafsack. Viele haben es vielleicht schon entdeckt. Da liegt was Schickes drunter. Und zwar haben wir hier einen alten Reklamations-Underkilt, der einfach einmal zusammengeklappt und zusammengenäht wurde. Das Ding ist einfach der mega Hundeschlafsack. Da ist auch das kleine Bett dann ganz praktisch, weil das kommt innen rein. Genau, und so habt ihr unterwegs auch bei kalten Temperaturen immer einen Hotdog dabei. Hund ist glücklich, Herrchen ist dann natürlich glücklich, alle sind happy. Genau, Hund kann sich da drin einrollen. Jetzt mag er nicht, es ist zu warm. Genau, und so haben wir auf jeden Fall dann schon bei Nächten bis knapp über 0 Grad den Hund definitiv warm gehalten. Die kurze Matte, die ist natürlich nicht isoliert, macht ja bei einer Kurzmatte auch wenig Sinn. Die ist laut Klimmit-Angabe bei um die 0 Grad, die genauen Daten blende ich natürlich ein. Das Ding ist, wie gesagt, für mich hauptsächlich für einen Sommereinsatz, eben für wirklich Ultralight-Equipment oder aber im Winter. Für den Winter kann man natürlich super den Underkilt nochmal ergänzen mit einer zusätzlichen kurzen Isomatte. Kann jetzt natürlich, wird der eine oder andere sagen, nimm einen dickeren Underkilt. Ja, richtig. Das Ding ist, wenn ich im Winter irgendwo unterwegs bin, brauche ich auch was, um mich draufzusetzen, um zu kochen. Da finde ich die Variante super, deswegen habe ich mir die geholt und packe die dann einfach bei Bedarf zusätzlich zwischen Underkilt und Hängematte. Habe da einfach nochmal eine Rumpfisolierung mit wirklich sehr kleinem Packmaß. Das war die Überlegung bei der Geschichte. Das Hängematten-Video für Wintercamping, das steht noch an. Wenn es dann mal wirklich Schnee hat, da wird auf jeden Fall nochmal was von mir kommen. Ansonsten die Geschichte mit Zusatzisolierung in der Hängematte blende ich euch noch ein Video ein, was ich mit dem Atze zusammen gemacht habe. Da wird das auch alles nochmal erklärt. Für jetzt, für den Winter, habe ich mir die Insulated dann noch geholt. Die ist, ich glaube, die ist bis an die minus 10. Schön bei Klimmit übrigens, was die bei jeder Isomatte machen, ihr habt oben immer noch ein Reparaturset dabei. Das finde ich echt cool. Das ist eben beim Packsack von der kleinen Isomatte ist das dabei. Und sogar beim Hundebett, wo es auch wichtig ist mit den Krallen. Also überall Reparaturset dabei. Das finde ich super. So, die isolierte Variante habe ich mir in der geilsten Farbe überhaupt und sowieso geholt. Die ist nämlich in einem super schönen Realtree. Und zwar ist das die Realtree Xtra Camo Variante. Da gibt es zwei verschiedene von Klimmit. Ich finde hier diese Xtra mit dem Eichenblätter sind drauf, Eichenrinde, hier habt ihr ein paar Ahornblätter, das passt einfach sehr schön zu unserem Wald. Fällt mir ziemlich gut. Die Klimmit in der isolierten Form hat ein anderes Ventil. Da ist es eben so, dass die Isolierung über ein Synthetik-Fließ quasi erreicht wird. Da habt ihr halt definitiv das Problem Feuchtigkeit. Das heißt, so eine Matte, die würde ich nicht gern mit dem Mund aufblasen. Da bringt sie einfach relativ viel Atemfeuchtigkeit rein, was sich einfach in so einer Isolierung auch stärker festsetzt als in einer reinen Luftmatte. Da finde ich das eigentlich problemlos. Hier gibt es einen Pumpsack von Klimmit oder einen Pumpschlauch eigentlich eher. Ist ein bisschen ungewöhnlich von der Form, habe ich jetzt so von anderen Herstellern noch nicht gesehen. Funktioniert aber ziemlich gut. Schließt hier richtig fest an, das rutscht nicht raus. Und ihr habt eben auch hier wieder ein Rückschlagventil. Hier eben einfach ein bisschen Luft reinbringen. Seht schon, das geht super easy. Dann wird es einfach eingerollt. Der Hund hinein. Ja, der Hund findet das Geräusch ein bisschen merkwürdig,
Aber auch ganz wichtig, die Klümmit Isomatten gehören nicht zu den allerleichtesten am Markt. Die ist schon ein bisschen schwerer. Aber das Thema ist eben, wie ihr gerade schön gesehen habt, es latscht dann einfach auch mal ein Hund drauf. Ja, dementsprechend fand ich die Matten sehr interessant, weil die vom Außenmaterial halt auch sehr, sehr robust sind. Dementsprechend müsst ihr ein paar Gramm mehr tragen, aber da geht in dem Fall Stabilität vor. Also mit 3 bis 4 Pumpsackfüllungen ist die Matte auf jeden Fall voll. Ihr könnt die mit dem Pumpsack, dadurch, dass das Ventil sehr gut abschließt, sehr fest, könnt ihr die wirklich quasi auf Enddruck bringen. So, hier ist es so, dass das Ventil eben nicht komplett abdichtet, aber hier in dem Deckel nochmal eine Dichtung drin ist. Das heißt, in dem Moment, wo ihr den Deckel hier drauf habt, ist das Ding voll. Genau. Ja, das war unser Video zu den Klümmit Isomatten. Das soll jetzt mal ein erster Eindruck gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen. Falls ihr irgendwie Erfahrung habt mit Klümmit, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Haltbarkeit, Komfort, persönliche Erfahrungen. Ich werde immer mal wieder Rückmeldung geben. Wir trinken jetzt hier noch in Ruhe unseren Kaffee, genießen den tollen Sonntagnachmittag. Und? Nix. Tschüss.